Hallo, heute mal etwas anderes, wie ihr seht. Ja, also mein Tisch ist eindeutig zu klein für dieses große Diamond Painting. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich am besten anfange. Ich habe beschlossen, ich fange von unten an. Einfach nur, ja, weil ich das dann besser für mich organisieren kann. Ja, ihr seid sozusagen heute, um mal die Einleitung wirklich zu sprechen, ihr seid heute live dabei, wenn ich das allererste Mal das Diamond Painting in Augenschein nehme und das allererste Mal in meinem Leben painte. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Ich habe auch ständig Angst, diese Folie zu lösen, aber ich muss das ja jetzt mal tun, um zu wissen, was hier eigentlich für eine Farbe kommt. Das X. Okay. Das heißt, ich suche mir jetzt erstmal die Farbe oder das Symbol X raus und dann welche Farbe das ist. Fängt schon gut an. Ich sehe auf der Legende kein X. Also ich bin wirklich gerade so blöd oder ist das gar kein X? Ich schau mal kurz hier oben nach. Doch das X, die 21. Das finde ich witzig. Okay, also auf der abgedruckten Tabelle ist das X tatsächlich, also auf dem Bild auf der abgedruckten Tabelle ist das X die 21. Und auf dieser Tabelle, auf der Papiertabelle, gibt es kein X. Oder ich bin wirklich komplett blöd. Und da ist die 21 auf das Fragezeichen. Das Fragezeichen existiert allerdings auch auf der abgedruckten Tabelle und ist eine andere Farbe. Okay. Vielleicht nehmen wir erstmal eine andere Farbe. Das finde ich ein bisschen lustig. Sag mal, hier ist eine 8, die sieht so ähnlich aus. Was ist denn hier die 20? Eine 0. Die 19 ist das Fragezeichen. Hier ist es eine. Okay. Also offensichtlich ist diese Tabelle hier, die Papiertabelle von Saramond, nicht aktuell. Das macht es mir jetzt irgendwie etwas schwer. Denn wie soll ich wissen, welches Symbol, welche Farbe ist? Also ich meine, insgesamt sind es ja. Meine Befestigung. Oh nein. Insgesamt sind es ja, ja, also insgesamt sind es ja 35 Farben, das stimmt. Aber was mir nicht aufgefallen ist, tatsächlich, ist, dass die Symbole anders sind. Also eben wirklich komplett anders. Puh. Ja, gut. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schlecht, ne? Ich schau mal, ob ich irgendeins finde, was hier unten ist, was vielleicht auch irgendwie gleich ist. Wie wäre es denn mit dem Dollarzeichen? Das Dollarzeichen müsste es doch hier vielleicht auch geben. Nein, aber das Add-Zeichen auf jeden Fall. Ja, das fängt ja schon gut an, ne? Ah, hier das Dollarzeichen. Die Nummer 14. Hoffen wir, dass das hier auch die Nummer 14 ist. Das Dollarzeichen ist natürlich hier die 17 und ein Grau. Okay, ich weiß. Also ich weiß jetzt gerade nicht, welche von den Tabellen die richtige ist. Das Dollarzeichen ist hier kein Blau, sondern ein Grau. Ja, witzig. Ich habe jetzt das Problem, dass diese Tabelle hier nicht aktuell ist. Aber hier die Nummern ja draufstehen. Also ich meine, gut, ich kann jetzt halt mal wirklich abgleichen, ob die Nummern auf den Päckchen wenigstens hinhauen. Ja. Überforderung. Also diese Tabelle kann ich offensichtlich vergessen. Das X hier drauf ist die 21. Vielleicht finde ich ja das Päckchen für die 21. Dann können wir mal gucken, ob das ungefähr die Farbe sein könnte. Ja, doch, das haut hin.
Und dann prüfe ich noch mal ein paar andere gegen. Die 19 müsste ja dieses helle Fragezeichen sein. Also lasst mich mal ganz kurz schauen. Ah, das hier ist die 19. Ja, es ist zumindest hell. Oh Gott. Ah, ja. Und die 20 ist ein Grau. Aber ja, ich dachte, das haut schon hin. Ja, das klappt schon. Wie sieht es so mit der 18 aus? Ist das auch wirklich ein rosa? Dann weiß ich, dass das nämlich auch hinhaut. Ach, das tut mir jetzt leid, ne? Auch für euch. Das ist ja super chaotisch, aber vor allem tut es mir für mich leid. Die Nummer 1, die Nummer 8. Ich habe jetzt halt noch keine Aufbewahrungsdöschen, deswegen habe ich nur die kleinen Tütchen und ich habe gedacht, ach ja, wenn du nur eine Farbe raussuchen musst, dann ist das doch kein Problem. Aber wir sehen, doch, doch, das ist ein Problem. Und zwar das Problem, dass die, ah ja, die 18 ist ein rosa. Okay, also ja, die Papiertabelle können wir vergessen. Da werde ich mich auch direkt mal bei der Saramund Stiftung, keine Ahnung, bei den Leuten melden. Und ich habe schon wieder vergessen, die 21 muss hier bleiben. Das ist das X, was wir jetzt ausprobieren wollten. Und die anderen können erstmal auf den Haufen zurück. Puh, ja, da wollte ich euch hier so ein schönes Special-Video machen. Ja, mein erstes Mal painten und dann ist das gleich das komplette Chaos. Fängt ja gut an. Kann nur besser werden. Meine Fresse. Ach. Okay, also die Befestigung wird heute wahrscheinlich noch ein paar Mal runterfallen. So, ich habe eine andere Idee. Haha. So. Ich habe hier auch so ein paar Knicke drin. Ich habe das aber nicht gegengerollt, ne? Also keine Ahnung, ob das so soll. Ich hoffe mal, ich mache mir das Bild nicht kaputt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier, ja. Ich habe jetzt hier noch keine Möglichkeit, das irgendwo komplett auszubreiten. Ja, bevor wir jetzt anfangen, hole ich euch noch ein Stück weiter ran. Entschuldige mich nochmal für das komplette Chaos, aber das konnte ja keiner wissen, dass die Tabellen nicht hinhauen. Also muss ich mich jetzt komplett an der Legende auf dem Bild irgendwie orientieren. Wie gesagt, ich werde im Nachgang Saramund nochmal schreiben, weil das ja nun nicht der Sinn ist. Also ich meine, hier stehen auch, also alle Farben, die hier draufstehen, die habe ich. Also es sind die richtigen Farben, aber die Symbole stimmen halt nicht. Also die sind komplett anders in der Aufteilung, was ungünstig ist. Also ich weiß nicht, ob das eine aktuellere Tabelle ist, die dann mit dem alten Bild irgendwie verhackstückelt wurde. Ich bin verwirrt und gespannt, was Saramond dazu zu sagen hat. Da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Aber jetzt wollen wir das erste Mal painten und hoffen wir, dass das jetzt im Folgenden nicht genauso chaotisch wird wie der Anfang. Mir ist das super unangenehm, aber am Ende kann ich nichts dafür. Ja, was soll ich machen, ne? Okay, also ich habe Schiffchen, Wachs und Stift bereitgelegt. Ich habe mir mein Needleminder von meinem großen Projekt stibitzt, damit ich mir hier die Folie irgendwie hinterhalten kann, weil ich bin gerade wirklich mega unsicher. Aber wie gesagt, ich hole euch jetzt näher ran und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an. So, ich habe euch jetzt ein bisschen näher rangeholt. Jetzt setze ich mich noch gemütlich hin und dann hoffe ich, dass sich hier nichts mehr verschiebt. Ich hoffe, ihr seht dann auch alles. Wie gesagt, das ist hier immer alles nicht so optimal, weil ich etwas schräg sitzen muss. ja, ich werde jetzt die Folie ein Stück zur Seite machen. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, dass man das nur so ein Stück zur Seite macht und werde das jetzt erstmal hier festklemmen. Ich habe nämlich wirklich Schiss davor, diese Folie zu weit abzumachen, weil ich Angst habe, die wird irgendwie dreckig. Ich weiß nicht, ob das geht, das könnt ihr mir ja mal sagen. Und ja, ich habe halt auch Angst, dass ich mir die Folie irgendwie, weil es ja keine durchsichtige ist, ich weiß nicht so richtig, was mich erwartet, aber ich muss sie ja hochklappen, um zu wissen, welche Farben ich als nächstes brauche, oder? Also, wie macht ihr das denn bei solchen nicht durchsichtigen Folien? Das würde mich mal interessieren. Puh, ja, jetzt bin ich irgendwie doch ein bisschen mehr aufgeregt. Ich habe gesehen, dass man erstmal so ein paar Steinchen hier in diese Schiffchen einschüttet.
Und das mache ich jetzt auch einfach mal, und zwar die Farbe 21. Ich kontrolliere lieber nochmal. Ja, das ist das X. Oh Gott, wirklich, also so ein Chaos. Ich weiß nicht, wie viel man davon nimmt. Ich nehme jetzt mal einen ordentlichen Schwaps. Dann mache ich mir erstmal das Tütchen wieder zu, nicht, dass mir noch Steine abhanden kommen. Und dann schüttelt man das doch so ein bisschen so, damit die sich in die Reihen legen, oder? Oh, hier ist einer abgestürzt. Keine Ahnung, ob ich das richtig mache, aber gefühlt ist es schwieriger, als ich dachte, das irgendwie hier in Reihe zu schütteln. So, nächster Schritt. Als nächstes muss ich wahrscheinlich die Folie von diesem Wachs runter machen. Und mit diesem Stift da rein. Ich weiß ja nicht, was dann passiert, aber. Okay, das Wachs ist jetzt in dem Stift drin. Ich hoffe, das ist richtig so. Ich habe hier einen kleinen Squishy, damit sich es besser anfasst. Und ja, ich wollte dieses Video unbedingt aufnehmen, egal wie ratlos ich bin. Einfach weil auch Sabrina sich freuen wird. Sie mag das ja, diese Magie des ersten Paintings zu erleben. So an sich muss ich sagen, sehen die Steine aber schon recht gleichmäßig aus. Welcher wird denn mein erster? Der hier. Oh wow, der bleibt ja wirklich an dem Stift. Das ist ja wirklich verrückt. Zauberei. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, den hier gerade drauf zu setzen. Oh wow, das triggert meinen Perfektionismus irgendwie. Tada! Mein erstes Steinchen. Tada! Ja, gut. Da ist das Bild doch fast schon fertig. Okay. Und jetzt mache ich hier weiter, oder wie, oder was? Also das ist das Ganze. Das ist das Teil Diamond Painting. Das ist ja irgendwie ein bisschen unspektakulärer als gedacht, muss ich tatsächlich mal so zugeben. Ja, so schwer ist es jetzt an sich nicht. Ich habe irgendwie gedacht, dass es schwieriger ist. Man kann die Steine irgendwie ein bisschen noch verrutschen, wenn man nicht ganz dort an die Linie trifft, habe ich das Gefühl. Ah, hier außen ist auch noch ein bisschen Kleber. Ja, doch, man kann die noch so ein bisschen verrutschen. Das finde ich eigentlich ganz gut. So für mich als Anfänger. So, hier ist noch ein X. Oh, der ist ein bisschen schief geraten. Kann ich den? Ich habe doch so eine kluge Pinzette hier. Kann ich die auch gleich mal benutzen? Sag ja, das wird nichts für meinen inneren Perfektionisten hier, der das dann alles auf den Millimeter genau haben möchte. So, Pinzette das erste Mal eingesetzt. Ich glaube nicht, dass ich hier nebenbei großartig viel reden kann, weil ich irgendwie mega konzentriert bin, nichts falsch zu machen bei diesen ganzen neuen Eindrücken. Ja, funkeln tun sie schön. Aber ja, Wahnsinn. Also ich bin gerade richtig gestresst gewesen, als das mit den Listen nicht hingehauen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie das für mich ist, dass ich für euch ein Video aufnehme, was ich nicht unbedingt noch ein zweites Mal drehen will, weil es halt das erste Mal ist. Und das sollte ja ein erstes Mal-Video werden. Und dann, ja, klappt das alles nicht. Das war jetzt irgendwie schon so ein bisschen, ja, Vorzeigeeffekt halt, ne? Ja, von der Sache her muss ich sagen, klappt das besser als gedacht. Vor allem mit dem Wachs und dass man die Steine hier so rausnimmt und ja, dass das auch hält. Wie gesagt, war ich ja so ein bisschen skeptisch, dass so ein kleines Wachs reichen soll für so ein riesen Bild. Aber mir hat eine ganz liebe Buchblogger-Kollegin, die das Video gesehen hat, eine Nachricht geschrieben tatsächlich und meinte, sie hätte sowas auch schon mal gemacht und bei ihr hat das halt dicke gereicht. Ich sag ja, also dieses Nachrücken, ne, damit werde ich hier. Ich habe das Gefühl, ich brauche so einen Schieber. Aber ich habe das jetzt halt doch angefangen, bevor ich diesen
anderen Stift, den ich mir irgendwo mitbestellt habe, bevor der angekommen ist. Einfach ja, ein bisschen als Dankeschön auch an euch, weil es sind so wahnsinnig viele Menschen schon auf dem Account. Das ist wirklich, also wirklich ganz verrückt. Ich bin immer noch völlig sprachlos. Also, ich habe ja, als ich das gesehen habe vor ein paar Tagen, da bin ich, ja, weiß nicht, also ich war völlig fertig. Also die Sabrina kann das bezeugen. Ich habe ihr gleich ein paar Sprachnachrichten geschickt und gemeint, oh mein Gott, guck dir das an. Also das ist ja, das habe ich nicht erwartet. Und ich war durchaus erstmal ein bisschen überfordert mit der Situation, weil ich mir dachte, oh mein Gott, so viele Menschen, toll, dass die sich dafür interessieren, aber wo kommen die alle her? Und ja, dann habe ich auch gedacht, ich könnte euch vielleicht ein bisschen was dadurch zurückgeben, dass ich euch an meinem allerersten Mal Diamond Painting teilhaben lasse, egal wie peinlich es wird und egal wie blöd ich mich anstelle. Also vielleicht wirkt das auch wirklich nur durch das Funkeln so, dass die irgendwie schief sind oder so. Ich glaube, die sind gar nicht schief, wenn ich so von oben gucke. Nein, wenn ich von oben gucke, sieht das in Ordnung aus. Das kommt mir wahrscheinlich wirklich nur so vor, weil ich Neuling bin. So ein eingefleischter Diamond Painter, der setzt die einfach. Ich weiß ja auch nicht, wie genau man die setzen muss, ne? Ich denke hier, jeder Millimeter zählt. Jeder Mikro, Nanometer, Zentimeter, wie auch immer. Ist hier schlimm. So fühlt sich das an. Oh, da war kein Steinchen dran. Ja. Also wo war ich stehen geblieben? Meine Bloggerkollegin hat mir gesagt, dass das für ihr Dicke gereicht hat. Das hat mich ein bisschen beruhigt. Und von daher bin ich jetzt eigentlich guter Dinge. Huch, bin ich guter Dinge, dass das mit mir und dem Diamond Painting etwas werden wird. Ja. Macht schon Spaß, kann man sich mit beschäftigen. Geht auf jeden Fall schneller als Sticken. Aber das soll jetzt nicht das Sticken ablösen. Eigentlich war das auch gar nicht so geplant, dass ich das jetzt so zeitig anfange und dass ich das heute vor allem hinter den anderen Videos noch hinterher drehe. Aber wie gesagt, sollte das ein kleines Dankeschön an euch werden. Ich bin, wie gesagt, mega, mega überrascht, dass der Kanal so gut ankommt. Also, das war wirklich, ja, mega von euch. Auch die ganzen Kommentare. Also, ich habe so liebe Kommentare einfach bekommen. Kann ich mich nur einfach bedanken. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das zurückgeben kann, wirklich. Ich meine, klar, euch gefallen ja offensichtlich die Videos. Also kann ich euch dadurch ja offensichtlich was zurückgeben, aber das ist wirklich. Ich meine, ja, klar, also es ist jetzt nicht so, als würde man im Leben jetzt irgendwie eine Auszeichnung bekommen, weil man. Dass ich nicht über 100 Follower auf YouTube hat, das ist ja auch auf YouTube eigentlich nichts, aber ja, wenn man halt angefangen hat und erst 0 hatte und dann 2 und dann hat sich das so gesteigert, aber wisst ihr, wenn man dann halt nach dem Wochenende auf seinen Kanal guckt und auf einmal sind da über 100 Leute, das ist einfach unfassbar, weil man, wenn man sich das vorstellt, wie viele Menschen das einfach sind, das hat mich so gefreut und einfach zu wissen, dass 100 Menschen Freude an dem haben, was ich hier tue und was ich hier mit euch teile, das weiß ich nicht, das ist einfach. Oh. Das ist wirklich unheimlich viel wert. Also ich. Wie gesagt, das. Der war ein bisschen schief. Ja, aber es geht. Mit der Pinzette kriegt man das alles wieder hin. Ja, also vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich wirklich sehr viel aufgezählt, wie und warum das toll ist. Aber ja, ich bin, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich laber hier um den heißen Brei herum, aber fühlt sich ganz surreal an, einfach zu wissen, dass so viele Menschen jetzt hier zuschauen werden. Ihr könnt auch gerne euch trauen zu kommentieren oder zu liken. So ein paar liebe Worte. Das ist mir egal, ob ihr da denkt, dass, ja, keine Ahnung.
ihr euch gut ausdrücken könnt oder nicht. Grüße gehen raus an meine beste Freundin, die mir gesagt hat, sie traut sich nicht zu kommentieren. Aber trau dich. Trau dich, meine Liebe. Und ihr anderen da draußen auch. Das ist gar nicht kompliziert und hier gibt es so, so viele tolle Menschen, die dann ganz lieb darauf reagieren. Und wenn der Kommentar an mich geht, dann ist ja sowieso egal, weil dann antworte ja hauptsächlich ich. So, der war auch ein bisschen schief. Ja, ist doch eigentlich ganz schön. Fasst sich auch gut an. Und es glänzt schön so von der Seite. Könnte ich jetzt eine Weile weitermachen. Hier ist noch ein X. Und na komm. Und da ist noch ein X. Oh ja, das ist entspannt. Dabei wollte ich doch heute eigentlich lesen, aber so ist das. Ich hatte gerade einfach Lust drauf und man soll ja machen, worauf man Lust hat und nicht das, was man eigentlich machen müsste. Ja, ich lese zurzeit ein Fantasy-Buch. Und das ist wirklich gut, das ist der letzte Teil einer Reihe. Also ich kann nicht sagen, dass es an der Handlung liegen würde, es ist nur wahnsinnig klein gedruckt eben und da braucht man halt ein bisschen mehr Zeit dafür. Und ja, aber es wäre halt gut, wenn ich es langsamer beende, weil es innerhalb einer Aktion gelesen wird und zwar das Frühjahrsputz-Bingo. Könnt ihr gerne mal, falls euch das näher interessiert, auf meinem Blog gehen, das habe ich alles auf der Kanalseite verlinkt. Und zwar ist es eine Aktion meiner lieben Bloggerkollegin Buchperlenblog. Die hat das ins Leben gerufen. Und wir haben das letztes Jahr das erste Mal gemacht, das Frühjahrsputz-Bingo. Gibt auch noch ein Sommerloch-Bingo und ein Grusel-Bingo. Ja, und bei dem Sommerloch-Bingo, bei dem Frühjahrsputz-Bingo, generell bei jedem Bingo ist es so, dass man sich neun Bücher aussucht und die auf einer 3x3 Bingo-Karte platziert. Und die wird dann über 2 Monate abgearbeitet. Und jedes gelesene Buch wird dann halt abgestempelt sozusagen. Und ja, 3 in einer Reihe ergeben dann halt ein Bingo. Wie auf einer richtigen Bingo-Karte. Und genau. Man kann sich dann auch eigenen Ansporn noch suchen. Ich habe halt für jede 100 Seiten, die ich gelesen habe, 1 Euro gespart. Jedes Bingo dann nochmal 5 Euro. Das habe ich dann letztes Jahr in meine Brautkleidkasse gestopft. Und ja, so kann man sich auch ein bisschen Budget entweder für neue Bücher oder für andere Dinge zusammensparen. Und ich finde das wirklich, das ist einfach so cool, weil das durch diesen Gamification-Ansatz, also dieser spielerische Subabbau, also der Sub, wie Craft and Reading schon ganz gut gesagt hat, bezeichnet bei uns hier will man den Stapel ungelesener Bücher. Oh ja, und der ist groß bei mir. Oh, ist der groß. Aber ja, der wächst halt im Verhältnis. Ich meine, ihr kennt das mit den Stickprojekten. Die wachsen ja leider auch immer mehr. Man sieht einfach so viele tolle Dinge, die man machen könnte und will. Ach so, und was ich mich übrigens auch frage, was mache ich denn, wenn ich dann hier nicht weitermache? Mache ich die Ecke jetzt hier zu Ende und lasse das dann so offen? Oder lege ich das dann wieder drüber? Was ist, wenn ich nicht die ganze Ecke painte, sondern wirklich jetzt nur das hier gepaintet hätte und mitbekomme, oh, ich muss schnell weg. Ach so, deswegen ist vielleicht hier dieser überstehende Rand, hä? Dass man das wieder draufkleben kann. Na, schlau gelöst, ne? Wenn das dazu da ist. Weiß ja nicht, ob ich jetzt hier richtig liege mit meiner Vermutung. Aber wenn, dann finde ich es irgendwie schlau gemacht. Ah, hier ist noch ein X, schaut mal. Wollen hier nichts vergessen. Genau, also Frühjahrsputz-Bingo. Und da bin ich eben erst beim zweiten Buch und dreimal dürft ihr raten, wieso. Weil ich mich mit euch, YouTube und dem Sticken beschäftigt habe. Und zwar sehr vorrangig. Also, ja, ich hatte da einfach mehr Lust drauf und
Ja, dann war das halt so ein bisschen blöd für die Bücher. Also beziehungsweise für die Aktion. Ich habe trotzdem mega viel Bücher beendet diesen Monat, aber also das heißt mega viel, aber so durchschnittlich halt, wie viel ich halt so beende. Ja, aber ich hatte halt eben zwischendurch noch ein paar andere Bücher, Rezensionsexemplare und so. Und da, ja, die hatten halt Vorrang vor den Bingo-Büchern und dann eben noch das Sticken. Da ist das eben leider nicht so. Ja, ein bisschen zu kurz gekommen, einfach die Bingo-Bücher. Oh nein, jetzt ist ein Steinchen dort irgendwie zwischen rein. Pinzette, hilf. Gott sei Dank. Schnell an die Seite. Und ja, genau. Also, ja. Gestern habe ich wieder ein paar Seiten geschafft. Da habe ich dann gemerkt, dass ich da einfach mal wieder Bock drauf habe, so ganz paar Seiten hintereinander wegzulesen. Und das tat mir auch gut. Und da habe ich das dann auch gemacht. Genau. Und jetzt hatte ich eben Lust auf Painten. Ja, es ist ganz schön klein, ne? Vielleicht sollte ich mir mal eine Lupe zulegen, dass ich nicht so nah rangehen muss. Vor allem muss man gute Beleuchtung haben. Habe ich eigentlich, aber nicht dort, wo die Ecke drüber hängt. Da wirft das einen ganz schönen Schatten. Da muss ich mal ehrlich sein. Tja, ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, das würde mich freuen, wie ich mich hier so bei meiner allerersten Painting-Erfahrung schlage. Was ihr zu dem Listendilemma sagt, ob das öfter vorkommt oder ob ich wirklich einfach gerade nur Pech gehabt habe. Also das ja, kann wieder so eine typische Sunny-Situation sein. Ich habe ja immer so ein Glück. Ich habe immer irgendwelche Sonderfälle. Und ja. Aber ja, ich meine, ich sag mal so. Wir sind doch gemeinsam ganz souverän damit umgegangen, oder? Ja. So einigermaßen zumindest. Sag euch, also das war jetzt wirklich ein Schreck. Ansonsten, ja, sind die Kreuzstich-Videos ja ganz gut angekommen. Das Herr der Ringe-Video hat sogar den Mandalorianer überholt. Das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber offensichtlich gefiel euch das Herr der Ringe große Bild etwas besser. Vielleicht auch, weil es bunter ist. Also es hatte mehr Farben. Weiß nicht, ob es daran vielleicht lag. Hier gibt es noch viel O und D. Ist es ein D und ein Dollarzeichen? Ich glaube, ich schütte das mal zurück und dann ja. Mal schauen, wie viel Zeit ich euch schon geklaut habe. Schon 20 Minuten, ja. Seht ihr, so leicht geht die Zeit rum. Ups. So, dann werde ich jetzt noch eine zweite Farbe mit euch anfangen und euch dann wieder in Ruhe lassen. was haben wir gesagt? Das C könnte man machen. Das C ist ganz schön viel, aber ein bisschen heller, weil die dunklen Farben. Wir hatten jetzt gerade eine dunkle Farbe, dann nehme ich mal das C. Oh, hoffentlich finde ich das. Oh ja, hier, das wird auch gleich drunter angezeigt. Sehr gut. Die 22. Na da. Wir hatten ja gerade die 21. 5. Muss ja irgendwas Helles sein. Was ist damit? Die 10. 16, 34. 35, 18. Also es wird alles besser, wenn ich das irgendwann in so kleinen Döschen habe. Aber die sind noch unterwegs. Ach, hier 22. Da haben wir es doch. Naja gut, so viel heller ist es gar nicht. Das sah jetzt irgendwie in der Legende dann ein bisschen. Bisschen heller aus. Aber ja, müsst ihr jetzt damit klarkommen. Ich muss ja schließlich auch damit klarkommen, dass die ganzen Listen hier nicht hinhauen. Die haben sich doch mal toll reingelegt, oder? Habe ich das nicht super gemacht? Sagt mal was. Das ist doch, oder? Genial. Ach, na dann. Sie haben wir gesagt. Füllen wir hier mal die Lücke auf.
So viel Unterschied sieht man da nicht. Sieht man das auf der Kamera überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Ja, tut mir leid. Aber so ist es halt. Das sind Abstufungen von Grau. 50 Shades of Grey. Ha, ha, ha. Und das an einem wunderschönen Disney-Bild. Ja. So ist es. Oh Gott. Hilfe. Das nimmt hier Ausmaße an. Da ist noch nicht mal Freitag. So tief, wie das Niveau gerade von den Witzen her gesungen ist. Gesunken. Gesungen. Ja, gut. Ich sollte vielleicht einfach heute gar nichts mehr sagen. Ich habe schon zwei Videos für euch gedreht. Wahrscheinlich ist jetzt einfach irgendwo auch die Luft raus. Na? Ja, so ein bisschen schief. Ups, so ein bisschen schief sieht es an einigen Stellen aus, aber geht schon. Das könnt ihr mir auch mal beantworten. Bin ich zu perfektionistisch, was dieses Painting angeht? Weil, ja, legt sich das alles noch irgendwie? Oder muss man das direkt alles so zurechtschieben, dass es passt? Oder, ja, sieht es einigermaßen gerade aus? Seht ihr überhaupt, was mich hier stört? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie es auf euch wirkt. So, hier ist kein Ziel mehr, aber hier oben. Also mich würde es auf jeden Fall interessieren, was ihr zu meiner ersten Painting-Erfahrung sagt. Da bin ich super gespannt drauf. Also am liebsten würde ich das jetzt direkt wissen. Aber so ist das mit den Videos. Muss ich wohl irgendwann mal einen Livestream machen. Und das kann man ja erst, glaube ich, ab einer gewissen Followerzahl machen oder so ähnlich. Ich glaube, das geht jetzt noch gar nicht auf YouTube. Aber ja. Also ich muss sagen, ja, es geht schneller oder es macht, also es macht Spaß und es geht auf jeden Fall schneller als jetzt zum Beispiel Kreuzsticken, weil man ja logischerweise kein Kreuz sticken muss, sondern nur drauf dingst, also drauf paintet, klebt, wie auch immer. Aber ich merke, dass ich dabei irgendwie konzentrierter bin, was jetzt vielleicht auch daran liegt, dass es eine komplett neue Tätigkeit für mich ist und ich jetzt irgendwie erstmal mit mir zurechtkommen muss oder beziehungsweise mit dem Painting zurechtkommen muss. Genau, also das stelle ich irgendwie gerade fest. Also das nebenbei Reden, das fordert mich richtig. Aber ich meine, das mag jetzt auch dem Stress geschuldet sein. Dadurch, dass der Anfang jetzt so stressbehaftet war. Ja, aber die sitzen eigentlich ganz gut nebeneinander, oder? Also zumindest so vom ersten Eindruck her. Sind da jetzt keine. Ups, sind da jetzt keine. Habe ich die zerkratzt? Nee. Vom ersten Eindruck her, ja, sind die jetzt nicht irgendwie super weit auseinander oder sowas. Aber sitzen jetzt halt auch nicht dicht an dicht, so dass, wie haben andere das schon berichtet, dass die dann so ploppen oder so? Ist das jetzt auf der gleichen Höhe? Ja. Das fühlte sich gerade so komisch an. Ihr seht, ich brauche noch irgendwie so ein bisschen Orientierung und Übung. Aber ich habe ja auch ein großes Bild, lange Zeit, um die aufzubauen. Ich hoffe, man sieht dann halt nicht, an welcher Ecke ich angefangen habe zu painten. Das finde ich irgendwie arg blöd. Wenn man dann sieht, ah, dort war sie noch Anfängerin. Und am Ende, nach den 70 cm, sieht man auf einmal, ja, da ist das alles gleichmäßig und nicht so schief. Meint ihr, das sieht man dann am Ende? Das wäre ja schon ein bisschen doof. Ne? Wo war ich denn jetzt gerade? Also hier ist auf jeden Fall noch ein Ziel. Ich hatte doch gerade eine längere Reihe. Ah, hier.
Ihn ein Stück hochschieben. Der passt mir jetzt hier gerade gar nicht. Der hier, der hängt echt so ein bisschen schief. Der stört mich irgendwie gerade. Ja, besser. Oder? Ich könnte hier nur rumschieben. Also ich brauche unbedingt so einen Schieber. Das, weiß ich nicht. Man hat auch das Gefühl, die hängen einfach alle komplett schief. Aber vielleicht wirkt das auch wirklich nur so, weil die so glänzen und das Licht so reflektieren. Und man das dann gar nicht so richtig sieht, wo hier wie was ist. Geht euch das auch so? Schiebt ihr auch so viel herum? Oder ist euch das auch egal, welcher Millimeter hier irgendwie dazwischen vielleicht frei ist oder wie und was? Also wie gesagt, ich bin ja hier gerade mega perfektionistisch irgendwie unterwegs und könnte nur rumschieben. Ups. Also dieser Kleberand. Nix für meine kleinen Fingerchen. Hier ist noch ein Zeh. Da hinten ist noch ein Zeh. Ja, da komme ich nicht richtig ran. Aber das hier kann ich nicht. Ja. So ist das. Was paintet ihr denn gerade so? Oder stickt ihr? Perlensticken, Kreuzsticken? Ich bin ja für alles offen. Ich mache ja praktisch alles mittlerweile. Aha. Seit heute mache ich alles. ja, also mich würde auf jeden Fall interessieren, was so eure Projekte sind. Und... Upsi. Ja, dann können wir uns mal austauschen. Vielleicht finde ich dann direkt mein nächstes Diamond Painting Projekt. Ja, ist schon ganz in Ordnung. Also man kann das machen. Ich bin jetzt gerade noch nicht Feuer und Flamme, wahrscheinlich wegen diesem kleinen Dämpfer vorhin. Aber das wird sich sicherlich wieder geben. Ich bin halt gerade die ganze Zeit unsicher, ob ich hier die richtigen Farben drauf stempel. Also ich gehe davon aus. Die passen vom optischen her natürlich sehr gut zu der Legende, die hier drauf gedruckt ist. Also nehme ich mal an, dass das schon so richtig ist, wie ich das mache. Aber so eine kleine Unsicherheit, muss ich sagen, bleibt. Und deswegen bin ich jetzt noch nicht so mega krass überschwänglich freudig. Könnt ihr das verstehen? Also eigentlich habe ich mich total drauf gefreut, das auszuprobieren. Oh, das fasst sich toll an. Ich bin ja auch so ein Krabbelmensch, ne? Kennt ihr das? Also... Ich muss ja neue Bücher und Stickarbeiten und Garn und also eigentlich muss ich alles anfassen und streicheln und ja, schauen, wie sich das anfühlt. Einfach dieses haptische Gefühl. Und ja, wäre schön, wenn es einige unter euch gibt, denen es genauso geht. Man fühlt sich immer so allein auf der Welt, wenn man seine Bücher befühlt. Oder wie gesagt, die Stickarbeiten, dass ich da mal drüber streicheln muss. Es fasst sich einfach so toll an, wenn das gestickt ist. Ich finde, das hat so eine ganz eigene Magie, wenn man so ein bisschen was fertig gestickt hat. Geht euch das auch so? Ja, und ansonsten plane ich ja, hatte ich in einem der letzten Videos ja schon mal so angedeutet, gerade ein sehr großes Stickprojekt. Also was heißt groß? Es ist okay. Aber es wird auf jeden Fall teuer. Also wir wissen ja, das Hobby ist so oder so teuer, aber es wird halt auch was ganz Besonderes, hoffe ich. Aber ich muss mir das jetzt gestaffelt irgendwie, ja, die Materialien zusammensuchen. Das kann ich jetzt nicht auf einen Schlag machen, also das wäre jetzt echt zu viel Geld, auch auf einen Schlag. Aber es ist okay, man hat ja Zeit. Also man hat ja genug andere Projekte erstmal zu beenden. Nicht wahr? Aber am liebsten hätte man es dann doch gleich auf dem Tisch. Also ihr kennt das ja bestimmt. Wenn man dann an was plant und man sich drauf freut und man wird es einfach direkt gerne vor sich haben und loslegen und alles andere zur Seite schmeißen. Übrigens bin ich unsicher, wann ich das nächste Mal nachfüllen soll. Also es ist schon noch Wachs da. Aber ich habe keine Ahnung. Ich mache das jetzt einfach mal. Aber man kann gar nicht... Ich glaube, man kann gar nicht mehr auffüllen, wenn er voll ist.
Das ist sehr praktisch. So, jetzt bin ich mit dem C irgendwie durch. Jetzt habe ich nochmal aufgefüllt. Kann ich mit dem Stift eigentlich dann so weiter painten beim nächsten Mal? Blöde Frage. Wenn ich jetzt aufgefüllt hätte aus Versehen und merke, ach nee, ich habe jetzt doch keine Zeit. Oh, der Stift glitzert ja ein bisschen. Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Ja, also zurück zur Frage. Wenn ich jetzt hier das Wachs drin habe, kann ich dann das nächste Mal einfach damit weiter painten oder ist das dann so schlecht? Muss ich das hier rausfipseln oder kann ich da einfach weiter damit aufnehmen? Das würde mich mal interessieren. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Ihr das Glitzern? Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Aber es ist lustig, dass der glitzert. Ist mir heute erst aufgefallen hier im Licht. Oder machen wir noch eine dritte Farbe zusammen? Ich glaube, das wird zu viel. Ich habe euch jetzt schon wieder so lange zugequatscht. Aber ja. Das ist mein erstes Diamond Painting Ergebnis. Ich habe zwei Farben angefangen und ich bin mega unsicher. Und ja, bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob es gut aussieht, ob ich mich gut schlage und ja, natürlich auch auf eure Produktempfehlungen und so weiter. Lasst uns gerne in den Kommentaren ein bisschen quatschen. Und dann würde ich mich an dieser Stelle jetzt auch erstmal verabschieden nach dem Schock. Und nachdem ich das jetzt hier ausprobiert habe, werde ich jetzt vielleicht dann noch ein bisschen weitermachen und ja, vielleicht die Ecke irgendwie noch und dann werde ich es erstmal wieder zur Seite stellen. Und ja, dann werde ich vielleicht noch ein bisschen lesen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Und je nachdem, wann ihr es seht. An diesem Tag wünsche ich euch einen schönen Tag und ich hoffe, dass ihr ja noch gut durch die restliche Woche kommt oder ein schönes Wochenende habt. Bleibt auf jeden Fall gesund. Viel Spaß mit euren Handarbeiten und ich denke, wir hören uns dann in einem der nächsten Kreuzstich-Videos wieder oder Perlenstick-Videos. Und dann danke ich euch, dass ihr mich auf meiner ahnungslosen und wie immer etwas chaotischen ersten Reise begleitet habt. Daumen hoch an euch. Ich würde mich übrigens auch über ein Däumchen freuen. Hier ist das Däumchen. Und natürlich über eure Kommentare. Und vielen, vielen Dank nochmal an euch alle. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut.